Herzlich willkommen zur Mad Wrestling Association, die Veranstaltung vom 15. September 2012. Und hier sehen wir auch schon den Ringsprecher und Commissioner Mirko Friske mit seinen obligatorischen Abklatschen hier in der Schlutower Sporthalle in Lübeck. Mein Name ist Frank Neumann. Ich bin Thorsten Simon und ich heiße Sie auch recht herzlich willkommen. Ja, hier geht's auch schon wieder los in heiligen Hallen der Schlutower Sporthalle. Back to the Roots. Hier waren auch die ersten Veranstaltungen der Mad Wrestling Association. Endlich wieder in der Schlutower Sporthalle. Lange ist her. Und schön, dass ihr da seid. Deswegen ein Riesenapplaus für euch! Als allererstes wollen wir euch und uns auch entschuldigen aus organisatorischen Gründen und dank der Stadt Lübeck können wir heute leider Stühle anbieten. Aber jedes Negative hat auch was Positives, dass wir manche hier auf gepolsterte Sitzfläche. Also, ne? Oh Mensch, da wird die Laola-Welle gleich unterbrochen. Die Musik, ja, da kommen sie. Die Meisterklasse. Michael Knight von links in der Mitte, der internationale Champion, Masterpiece Marcellus und rechts Forward. Das ist überraschend, dass die jetzt zum Ring kommen. Ja, das hat es eigentlich auch noch nie gegeben, dass die Laola-Welle unterbrochen werde. Hier bei der Mad Wrestling Association. Mirko guckt auch etwas verwundert, wenn nicht sogar ärgerlich. Ich bin gespannt, was die drei jetzt hier wollen. Ich habe bei Masterpiece neben dem Gürtel auch ein Mikrofon in der Hand gesehen. Da bin ich gespannt, was er zu sagen hat. Ja, hätte auch gewundert, wenn Masterpiece Marcellus hier zum Ring kommt und nichts sagt. Das ist ja auch eher selten. Ja, Masterpiece Marcellus hat sich erstmal selber vorgestellt und wer die letzte Veranstaltung gesehen hat oder dabei war, kann verstehen, dass hier jetzt Leon von Gasteren auf den Plan gerufen wird.
Denn Leon von Gasteren ist der ehemalige internationale Champion der NBA. Und er kann sich natürlich diese Selbstbeweihräucherung vom Masterpiece Marcellus nicht anhören. Ja, verständlicherweise. Und das Publikum feiert ihren Leon von Gasteren. Leon von Gasteren fordert Forward zu einem Match. Man muss natürlich zusagen, Forward ist natürlich kein Wrestler. Ja, Leon von Gasteren fordert hier Forward zu einem Match. Die Meisterklasse berät sich hier. Wie gesagt, Forward ist natürlich kein ausgebildeter Wrestler. Wie werden die sich jetzt entscheiden? Also auch, obwohl die ganzen Leute dich mir so ansehen, das muss ich noch so werden. Ihr seid die Leute, die man bei Frauentausch und Bauer so Frau sieht. So sieht ihr aus. Wenn mein guter Freund der Masterpiece Marcellus der Special Guest Referee ist, Alter. Oha. Das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung, denn das kann nur parteiisch zugehen. Oh, und Leon nimmt diese Herausforderung an. Na, das überrascht mich jetzt. Man, das ist mir wirklich extrem unfair. Masterpiece Marcellus als Special Guest Referee in dem Match. Tja, das Publikum, ja, selbstverständlich unparteiisch, ruft Michael dann auch. Eine Sache wird dann auch noch so ein. Ja, stört mich das ein wenig, dass ständig hier als Grüppchen auftaucht. Wir sind die Meisterklasse. Die Frage ist aber, seid ihr denn einzeln auch Meisterklasse? Deswegen haben wir überlegt, es bekommt heute ein Einzelmatch. Ja, das war mal eine super Entscheidung hier vom Commissioner. Jedes Mitglied bekommt einen Einzelkampf. Wen willst du denn jetzt heute hier als Legitim-Herausforderer auf das hier präsentieren? Wer soll denn das bitte sein? Selbstverständlich habe ich mir Gedanken gemacht, im Vorwege schon, und habe einen Wrestler eingeladen, der diese Herausforderung würdig vertreten kann. Und dieser Wrestler ist eine Überraschung. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so super für Masterpiece Marcellus. Genau.
kann er sich nicht auf den Gegner vorbereiten. Ja, das ist doch mal eine Überraschung. Michael Knight tritt gleich im ersten Kampf des heutigen Abends an, und zwar gegen einen für ihn noch unbekannten Gegner. Und man fasst noch mal kurz zusammen, wir haben... Ja, stellt Mirko kurz, noch kurz den Ring davor, aber wir fassen noch mal kurz zusammen, wir erleben heute Leon van Gasteren gegen Forward mit Special Guest Referee. Kurz bevor ich jetzt zu Michael Schenkenberg komme. Ja. Leon van Gasteren gegen Forward mit Special Guest Referee Masterpiece Marcellus, und Masterpiece Marcellus verteidigt seinen Titel gegen einen unbekannten Gegner und hat keine Vorbereitung. Und hier sehen wir jetzt den Gegner von Michael Knight, das ist Michael Schenkenberg, ein junger, hungriger Athlet aus der Hansestadt Hamburg. Ja, und Michael Knight hatte sich eben auch ein bisschen beschwert, dass er keine Zeit hat, sich warm zu machen. Daraufhin sagte Mirko, ja, jetzt hast du hier noch mal ein paar Minuten, mach dich warm. Jetzt kommt ihr, da sehen wir ja auch, wie Michael sich noch warm macht. Michael Schenkenberg kam dann jetzt herein, wird vom Publikum auch gleich angefeuert. Aber es ist in der heutigen Zeit ja so, jeder Gegner von Michael Knight wird angefeuert. Das ist bei der Einstellung natürlich auch nicht weiter verwunderlich. Und Ringrichter Madison möchte natürlich, dass Michael Knight jetzt in den Ring kommt, um den Kampf zu beginnen. Ja, und überraschend ist auch hier, dass Michael Knight sich darüber beschwert, dass das unfair ist. Ja. Nun, wer seine Einstellung so verändert wie Michael Knight, da muss man sich nicht wundern, wenn man natürlich dann auch mal nicht ganz so fair behandelt wird, sage ich jetzt. Ja, ich hätte es gar nicht besser sagen können. Wer im Glashaus sitzt, sollte natürlich nicht mit Stein schmeißen, wie das so schön heißt. Hier werden jetzt mal kurz die Wrestler überprüft. Und dann wollen wir gleich mal schauen, ob Michael Knight sich ausreichend aufgewärmt hat. Denn vorbereiten konnte er sich natürlich nicht auf den Gegner. Also wenn ich das richtig sehe, konnte bei der Meisterklasse sich nur einer auf seinen Gegner vorbereiten. Das ist Forward. Ja, der Nicht-Wrestler, das ist natürlich sehr interessant. Und jetzt geht's hier los bei den beiden. Ah, Michael Knight wirkt so ein bisschen, ja, verängstigt will ich nicht sagen, aber schon beeindruckt. Aber jetzt legt er hier los und hat Schenkenberg erst einmal unter Kontrolle. Ja, das soll... Oh, das sieht aber hier nach unfairen Aktionen aus hier von Michael Knight. Er sagt, der Ringrichter soll überprüfen, ob er aufgeben will. Oh, und da beißt er hier ihm in die Hand. Mal, das sind natürlich sehr, sehr unfaire Mittel hier. Das hat mit fairem Sport überhaupt nichts zu tun. Oh, schöner Kopfstand. Ja, schöner Versuch hier zumindest von Michael Schenkenberg. Sehr schön gedacht. Ja, damit hat Michael Knight nicht gerechnet. Michael Knight fordert hier die Ruhe aus dem Publikum. Er will sich jetzt schließlich auch konzentrieren können hier, wenn er sich schon nicht vorbereiten und nicht aufwärmen konnte. Ah, da gibt's den Takedown von Michael Knight, und jetzt wird das Bein attackiert. Verdreht hier das Fußgelenk und gleichzeitig das Kniegelenk. Oh, schöner Konter hier von Michael Schenkenberg. Und der Headlock, so macht man das. Sehr schön. Ja, da kommt Knight natürlich, indem er ihn in die Ringecke drückt. Shoulderblocks, jetzt gibt's den Whip. Oh, sehr schön ausgekontert. Armdrag von Schenkenberg. Erfolgt der zweite Armdrag.
Und da kommt die Clothesline von Michael Schenkenberg. Und diese befördert Michael Knight aus dem Ring. Ja, schöne Aktion hier. Michael Knight liegt am Boden. Wird hier auch gleich von Forward betreut. Er hilft ihnen auf. Na, ich finde das schon lustig, wenn ich das jetzt begutachte. Michael Knight ist jemand, der sich in seinen, ja, vor den Kämpfen normalerweise immer sehr intensiv vorbereitet. Immer wieder versucht, auch Masterpiece Marcellus und Forward zur Vorbereitung zu animieren. Und jetzt hat er gar keine Chance mehr gehabt, sich richtig vorzubereiten. Und das sorgt natürlich dafür, dass er jetzt gegen den relativ unerfahrenen Michael Schenkenberg nicht gut aussieht. Das ist richtig. Und Michael Schenkenberg konnte sich natürlich vorbereiten auf Michael Knight. Hat sicherlich auch immer im Hinterkopf die... Oh, da greift Forward ein. Das wollte ich mich gerade sagen, hat mit sich auch im Hintergrund die ein oder andere unfaire Aktion, kann immer folgen, immer kommen, wie wir es hier auch gerade gesehen haben. Da wirkt er mit dem T-Shirt und der Ringrichter zählt dort nur an. Ja, und Michael Schenkenberg hat ja eine extreme Luftnot jetzt hier, was von Michael Knight ausgenutzt wird. Und das Cover aber nur bis zwei. Und da wirkt er ihn jetzt mit dem Schienbein. Das ist natürlich die guten alten Taktiken. Und ich muss ganz ehrlich sein, diese Taktiken kommen mir bekannt vor. Das scheint mir beinahe so, als wenn Michael Knight sich aus den Kämpfen in seiner Vergangenheit, als er noch auf der guten Seite war, da einige Tricks abgeguckt hat und jetzt wirkt er ihm auch im Ringseil. Das kommt mir alles bekannt vor. Das erinnert mich eben an die Vergangenheit in dieser Halle, in der altehrwürdigen Schlutober Sporthalle. Ja, und hier wieder Aktion von Forward, der immer wieder eingreift hier. Auch das kennt man natürlich. Jetzt das Cover, aber ja, man ist selber schuld, wenn man den Ringrichter ablenkt. Aber ich muss ganz ehrlich sein, das kann Forward gut. Hinterrücks eingreifen, unfair sein, immer wieder jemanden attackieren. Aber nachher im Ring wird er sicherlich nicht so gut aus der Wäsche schauen können. Bin ich fest von überzeugt. Ja. Oh, und hier jetzt wieder die Aktion hier von Forward. Also, dass da aber auch nicht eingegriffen wird, das verstehe ich aber nicht. Ja, und ich meine, es ist natürlich auch nicht clever, jetzt hier den Ringrichter zu beleidigen, weil da kann auch ganz schnell der Halle verwiesen werden. Ja, da kommt der Boot von Michael Knight gegen Schenkenberg, der sich wieder in den Ring begeben hat. Jetzt wehrt er sich. Der Kniestoß war aber ziemlich tief. Das interessiert aber gerade nicht. Oh, schöner Backbreaker. Oh, schön gedacht hier von Michael Schenkenberg, aber oh, schönes Konter hier von Michael Knight. Das ist das schnelle Wrestling, das wir von Michael Knight kennen. Jetzt 1, 2, nur bis 2. Aber war schon knapp, also das ging schon an die Grenze hier. Aber schöne Aktion von Michael Knight, also technisch hat er natürlich trotzdem was drauf. Da darf ihn auf keinen Fall unterschätzen. Na, das stimmt wohl, da der Abdominal Stretch jetzt in der Nähe der Ringseile. Ja, was kann das bedeuten? Ganz genau, Unterstützung von Forward. Da wird ordentlich Druck jetzt hier auf das Schultergelenk ausgeübt. Der Ringrichter hat das nicht gesehen. Forward hat er rechtzeitig gelöst und wieder hier der unfaire Eingriff. Ah, das sind natürlich Schmerzen hier im Schultergelenk. Oh, jetzt tut er wieder, als ob nichts gewesen wäre. Das sind natürlich die Vorteile, sage ich jetzt mal negativ, wenn man zu zweit am Ring ist. Und jetzt versuchen sie es nochmal, so wie es ausschaut. Ja, Michael Schenkenberg versucht sich zu lösen. Jetzt wieder Eingriff von Forward. Ja, der Ringrichter passt aber auf. Oh, Tritt. Und jetzt der Hip-Toss von Schenkenberg. Schöner Atomic Drop. Das geht auf den Steiß. Schöner Backbreaker hier von. Und das kann wenn 1, 2. Nur bis 2. Da wollte Forward, glaube ich, auch eingreifen, aber. Das war denn doch nicht nötig. Was? Oh,
Da ist etwas in den Ring geflogen. Da hat er ihm eine Kette zugeschmissen. Oh, die hat Michael Knight um die Faust gewickelt. Und damit Michael Schenkenberg geschlagen. Das Cover 1, 2, 3. Das war ist doch klar. Nicht. Das war klar. Da konnte Michael Schenkenberg aus diesem Cover natürlich nicht mehr herauskommen, nachdem er diesen Schlag mit der Eisenkette abbekommen hat. Das sind Aktionen hier. Ja, die Meisterklasse. Das ist eine Frechheit, eine absolute Frechheit. Wieder wird da illegal etwas in den Ring geworfen. Wieder wird mit Eingriffen von außen der Sieg geholt. Das sind alles Dinge, die man einfach nicht verzeihen kann. Die aber nicht geschehen dürfen. Natürlich lassen sie sich da feiern, in Anführungsstrichen. Das Publikum ist für so eine Aktion natürlich nicht offen und putzt sie gnadenlos aus. Michael Schenkenberg kommt wieder zu sich, kommt wieder auf die Beine und ist natürlich auch verwundert, was passiert ist. Ja, sieht so ein bisschen orientierungslos aus. Hat wohl auf die Schnelle gar nicht mitbekommen, was da wirklich passiert ist. Ah, da kriegt er natürlich nochmal Applaus der Zuschauer, denn das war ein gutes Debüt in Lübeck. Ein gutes Debüt für die Mad Wrestling Association, auch wenn er hier eine Niederlage einstecken musste. Somit kommen wir zum nächsten Kampf. Der nächste Kampf ist ein Tag-Team-Kampf. Als erstes kommt zu mir mit 1,83 Meter Größe und 90 Kilogramm. Ilka in Begleitung mit 1,74 Meter Größe und 74 Kilogramm. Nikita Charisma! Ja, auch hier zwei neue Gesichter in der Mad Wrestling Association. Na, nicht nur irgendwelche neuen Gesichter. Das sind die Russen, sage ich jetzt mal. Ja, und die Musik ist schon mal beeindruckend, ohne jetzt jemanden gesehen zu haben. Da ist Ilka und dahinter ist Nikita Charisma. Die Russen sind angekommen in der Mad Wrestling Association. Beide sind, wie du schon gesagt hast, neue Gesichter. Und sie stehen sicherlich nicht dafür, sonderlich Wert auf den Zuspruch des Publikums zu legen, sondern diese beiden sind nur da, um zu zerstören und zu gewinnen. Sie wollen Siege erringen. Von daher bin ich gespannt, wer hier als Gegner dieser beiden, oder welches Paar hier als Gegner dieser, welches Team hier als Gegner dieser beiden in den Ring steigen wird. Ich bin immer noch beeindruckt von dieser Musik. Bitte entschuldigen Sie die Versprecher. Ja, und wie du schon gesagt hast, wollen Sie keinerlei Zuspruch hier von dem Publikum. Das sieht man hier auch schon an den Gesten. Ja, und kriegen auch die Buhrufe. Aber eigentlich wollen sie die ja auch nicht. Ein negativer Zuspruch ist auch nicht erwünscht. Und ihre Gegner mit 2 Meter Größe und 180 Kilogramm. Ja, und auch hier zwei neue Gesichter bei der Mad Wrestling Association. Ja, zwei absolut neue Gesichter bei der Mad Wrestling Association. Wobei ich natürlich sagen muss, dass Mirko sich hier versprochen hat. Denn mit 2 Meter Größe ist es eher Murat und der andere, das ist Zero Samurai. Aber das ist ja nicht so schlimm, das kann ja mal passieren. Denn auch Mirko ist natürlich aufgeregt und gespannt, was für neue Gesichter da kommen. Er hat sie natürlich schon gesehen. Aber wie diese sich in Lübeck schlagen werden. So, und wir sehen jetzt, ja, dass anscheinend entweder technische Probleme gibt, die Musik wird nicht abgespielt. Aber so ist das halt manchmal, die Tücken der Technik. Und im Ring sehen wir jetzt, wie sich ja Nikita Charisma und Ilka ein bisschen warm machen. Ah, ich bin gespannt. Und da sind sie, Murat und Zero Samurai. Ja, also gab es dann offensichtlich doch technische Probleme hier mit der Musik. Aber das lässt natürlich hochmotivierte Wrestler nicht davon abhalten, trotzdem hier die
Halle zum Kochen zu bringen. So, jetzt kommt der türkische Riese in den Ring zusammen mit Zero Samurai. Kurz was zu allen Vieren. Nikita Charisma und Ilka Charisma, die wir... Ilka, die wir vorher... Oh, schöner Moonsault von Zero Samurai. Aber die wir vorher gesehen haben, die Russen, kommen natürlich, ja, wie schon gesagt, aus Russland. Ilka ist in Sibirien aufgewachsen, hat dort das Kämpfen gelernt. Nikita Charisma kommt aus Moskau. Und ihre Gegner, Zero Samurai, es ist nicht ganz bekannt, was in seiner Vergangenheit passiert ist. Wir wissen nur, dass er in Dresden lebt mittlerweile. Und Murat kommt aus Kiel, was man hier in Lübeck nicht zu laut erwähnen sollte. Aber er sagt auch, ich habe kein Problem mit Lübeck. Lübeck ist eine wunderschöne Stadt. Mir ist es nur wichtig, dass ich die Menschen unterhalten kann. Und genau das wird er offensichtlich heute tun. Und jetzt geht's los. Murat und Ilka. Tja, und das Lübecker Publikum ist auch gleich auf der Seite hier von Murat. Und da kommt der Lock-up. Oh, sehr schmerzhaft hier. Aber wie heißt es so schön, ein Russe kennt keinen Schmerz. Deswegen kommt gleich natürlich der Konter. Ja, da geht es hin und her. Ah, Niet von Ilka. Ah, jetzt versucht sich Murat natürlich zu wehren gegen diesen Front-Face-Lock. Und da kommt der Hip-Toss. Sehr schön gemacht hier, sehr schön ausgeführt. Und gleich der Wechsel. Zero Samurai schickt jetzt Ilka ins Seil. Murat geht noch einen Dropkick. Nikita Charisma wird einfach übers oberste Seil aus dem Ring geworfen. Sehr schöne Aktion. Ja, war auch ein bisschen zu stürmisch hier angelaufen von ihm. Das war natürlich nicht so clever. Oh, oh, schöner High Crossbody von Zero Samurai vom Apron auf Nikita Charisma außerhalb des Rings. Und das auf den harten Hallenboden. Das ist natürlich Schmerzen am Rücken hier von Nikita Charisma. Sieht man ja auch sein schmerzverzerrtes Gesicht eben. Also das war... Und da beschwert er sich auch noch. Er ist auch gar nicht in seiner Ecke hier. Ich weiß gar nicht, was es da zu meckern gibt. Ja, offiziell im Ring immer noch Ilka und Zero Samurai. Aber Ilka hat offensichtlich auch keine Lust. Jetzt zieht ihn Zero Samurai aufs Apron. Ah. Ah, das ist natürlich auch eine Taktik, die man anwenden kann. Ja, da muss man natürlich auch ein bisschen mit rechnen. Harte Tritte hier auf die Brust von Zero Samurai. Versucht sich jetzt zu wehren. Er versucht natürlich auch Nikita Charisma von außen einzugreifen. Jetzt Schläge in den Rücken von Ilka. Oh. Die kräftigen russischen Pranken. So sieht das natürlich aus, wenn der sibirische Bär sich mit dem etwas schmächtigeren, sage ich mal, Zero Samurai durch die Gegend schlägt. Das sind kräftige Schläge. Und jetzt kommt Nikita Charisma in den Ring. Ja, provoziert hier Murat. Sollte man natürlich auch nicht machen. Und da wirkt er jetzt Zero Samurai. Ja, beginnt hier gleich mit unfairen Aktionen hier. Oh, schöner Uppercut. Und noch einer. Und der Shop in der Ringecke. Und jetzt kommt der Snap mehr. Und er tritt in den Rücken. Ah, oh, das tut weh. Ja, das ist natürlich schmerzlich für Zero Samurai. Und jetzt hier der Wechsel wieder. Mit Ilka. Da gibt es auch so eine interessante Geschichte, die ich irgendwann mal gehört habe. Ilka und Nikita Charisma sind regelmäßig in deutschen Wäldern unterwegs und versuchen dort mit Ausdauertraining ihre eigene Ausdauer zu stärken. Das hat damit zu tun, dass sie in Sibirien natürlich schon so gut wie jede Strecke kennen und sie brauchen ein wenig mehr Herausforderung. Und diese scheinen sie in deutschen Wäldern gefunden zu haben, während Zero Samurai sich jetzt hier versucht zu befreien.
Ah, das schickt er. Eker ins Seil, aber der läuft mit einem Schulterblock an. Das Lustige an dieser Geschichte ist, dass es schon vorgekommen ist, dass Nikita Charisma und Eker sich tagelang quasi nicht mehr gefunden haben und sich trotzdem durchbeißen konnten. Nicht im Team, sondern auch alleine. Sie sind auch alleine gefährlich, aber gemeinsam sind sie natürlich unbesiegbar. Zumindest aus ihrer Sicht. Wie das wirklich läuft, das werden wir heute sehen. Ganz genau. Ja, man könnte natürlich auch denken, da in Deutschland natürlich die Wälder nicht allzu groß sind. Ja, was soll man dann von denen denken, die sich da verirren? Aber okay, das ist dann eine andere Geschichte. Und da spuckt Nikita Charisma jetzt Zero Samurai ins Gesicht. Da muss ich dir aber recht geben, die deutschen Wälder sind nicht ganz so groß. Also, das ist ja etwas, was man immer bedenken sollte. Ja, und unfaire Aktion hier von Nikita Charisma. Hier das Cover 1, 2. Ja, das war auch ein bisschen zu lasch hier. Ja, da hat er versucht, mit der Überlegenheit zu spielen. Jetzt kommt dementsprechend dort auch der Headlock von Nikita Charisma am Boden. Murat holt natürlich nochmal die Energie des Publikums, um Zero Samurai dort anzufeuern, bittet sie, da richtig Stimmung zu machen. Und das schafft er jetzt auch. Da nimmt er die Kraft der Samurai. Knee Hit, aber... Oh, und an die Haare gegriffen hier. Genau, wird auch gleich ermahnt vom Ringrichter. Das ist natürlich nicht erlaubt. Das Cover 1, 2. Ja, nur mit 2. War auch sehr locker, das Cover. Das war auch jetzt kein ernsthaftes Cover. Wippen. Schöne Leg Lariat hier von Nikita Charisma. Ja, technisch sehr schön ausgeführt. Und hier jetzt wieder der Wechsel zu Ilka. Und der mit einem Tritt in den Magen. Das ist das Teamwork. Das ist diese zerstörerische Art und Weise, die die beiden an den Tag legen. Und Murat, der 2-Meter-Riese, möchte natürlich in den Ring kommen. Möchte sein Partner schon so Suplex von Ilka. Ja, das raubt natürlich die Luft hier für Zero Samurai, der natürlich versucht oder versuchen will, hier zu wechseln mit Murat, weil natürlich auch langsam die Kräfte schwinden. Das der Body Slam. Das jetzt sieht man hier auch, dass er nicht mal richtig hochkommt. Will jetzt hier wechseln. Oh. Wieder wird der Wechsel unterbunden dort von Nikita Charisma. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich bin beeindruckt, was für Aktionen Zero Samurai dort einstecken kann. Und hier versucht er es, ihn einzurollen, aber da kommt der Dropkick von Zero Samurai. Und noch ein Dropkick in der. Jetzt könnte er die Chance haben, den Wechsel zu vollziehen. Jetzt der Whip gegen Charisma. Oh, der Dropkick soll folgen, aber Ilka hilft Nikita dort, wechselt. Und da gibt es einen Legdrop und jetzt die Schläge ins Gesicht von Zero Samurai. Da ist der Ilka, der sibirische Bär, wieder im Ring. Der Mann, der seine Freizeit, sein Krafttraining mit Holzfällen verbringt, einfach nur, um möglichst hart schlagen zu können. Ja, das war jetzt hier natürlich eine Aktion zu viel hier von Zero Samurai. Der hätte gleich wechseln sollen, wechseln müssen. Aber jetzt hier der Angriff auf Murat. Murat kommt hier in den Ring, wird natürlich des Ringes verwiesen hier vom Ringrichter. Und das nutzen jetzt die anderen beiden jetzt hier, um Zero Samurai in deren Ecke zu ziehen. Jetzt der Double Suplex. Oh, das tut natürlich weh. Und wieder so eine gemeinsame Aktion. Da merkt man, dieses Teamwork der beiden, das funktioniert und harmoniert perfekt. Ja, sind sehr gut eingespielt. Da merkt man auch, dass sie schon lange zusammen trainieren, lange zusammen arbeiten, lange zusammen kämpfen. Hier ist Cover 1, 2. Aber nur bis 2. Ja, jetzt müsste Zero Samurai wirklich langsam wechseln. Murat streckt aus hier seine Hand raus. Das sind wirklich Zentimeter, die da nur noch fehlen. Ah, da ist wieder Nikita Charisma. Er zieht Zero Samurai nach hinten. Ein Tritt in den Rücken. Und der Fist Drop. Oh, sehr schön Nikita gemacht. Charisma. Sehr schön ausgeführt. Und noch da folgt ein weiterer Fist Drop. Mann. Das sind natürlich harte Schläge an den Kopf hier. Da sieht man ja auch, Zero Samurai ist benommen. Leicht orientierungslos. Sollte natürlich schnell. Weicht jetzt der Clothesline aus und hier eine wunderschöne Head Scissor. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Beide sind am Boden. Jetzt robbt er sich langsam in seine Ecke. Das Publikum feuert ihn an.
Ja, sehr schön gemacht hier von Zero Samurai. Trotz der harten Tritte. Und hier ist der Wechsel. Hier kommt Murat in den Ring. Clothesline gegen Edgar. Clothesline gegen Nikita Charisma. Back Elbow gegen Nikita. Back Elbow gegen Edgar. Jetzt geht's hier rund. Jetzt ist hier die Explosion von Murat. Ah, Double Underhook Suplex hier. Nikita Charisma ist in der Ecke. Schickt jetzt. Wird von Murat geschickt in die andere Ecke und... Die 10 Punches von Murat. Jetzt Edgar liegt am Boden, Suplex, es geht nach oben. Oh, und er hält ja eine Kraftdemonstration sondergleichen. Aber Nikita befreit sich mit Schlägen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Versucht jetzt natürlich den 2 Meter großen Murat nach oben zu ziehen, aber es wird nichts. Edgar liegt nochmal auf Snap Suplex. Von Murat gegen Nikita Charisma. Ja, das ist natürlich sehr schöne Aktion hier von Murat, weil er natürlich auch noch frisch ist. Und jetzt kommt Zero Samurai wieder in den Ring. Oh, was wird das? Was wird das jetzt für eine Aktion? Oh, sehr schön den Schwung mitgenommen. Splash von Zero Samurai auf Ilka, aber nur bis 2. Durch den Eingriff von Nikita Charisma. Ist es nur ein Two-Count geworden? Aber jetzt gibt es Schläge für Nikita Charisma. Na, der muss ja auch ganz schön was einstecken jetzt hier. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass sich der Kampf nochmal so wendet. Ja, Murat muss aus dem Ring, weil Ilka ausweichen kann. Jetzt wird Ilka aus dem Ring gezogen. Im Ring sehen wir Zero Samurai und Nikita Charisma. Ja, Zero Samurai mit einer Close-Hand in die Ecke und Schlägen. Aber jetzt der Konter von Nikita. Der nimmt Anlauf und rennt in den Double Boot von Zero Samurai. Jetzt geht's in die Ecke. Schöner Uppercut hier von Zero Samurai. Und Murat und Ilka, die behaken sich noch außerhalb des Rings. Und jetzt im Ring. Oh, schöner Running Knee. Schöner Konter. Hat Nikita versucht mit dem Schwung dann noch was zu reißen. Das wurde nichts. Zero Samurai aufs oberste Seil. Was sehen wir jetzt? Ein Moonsault! Moonsault Press! Das kann sein! Das Cover? Nein! Aber nein, Ilka ist der offizielle Ring und der Spear von Ilka! Und das Cover 1, 2, 3. Wow! Das war natürlich eine Unerfahrenheit, eine Unaufmerksamkeit hier von Zero Samurai. Er hat Nikita Charisma gepinnt, obwohl dieser gar nicht der offizielle im Ring war. Das hat Ilka genutzt, um den Spear anzusetzen. Der Sieg für die russische Konföderation. So hat Nikita Charisma das Team der beiden genannt. Und man muss ganz ehrlich sein, das passiert natürlich, dass man ganz schnell den Überblick verliert bei so viel heißer Action im Ring. Das ist schade, aber das zeigt auch einen guten Ringrichter aus, wenn dieser dementsprechend den Überblick behält und sieht, wer wirklich offiziell im Ring ist. Ja, das muss ich auch sagen, hier nochmal ein großes Lob an den Ringrichter. Das war natürlich sehr gut erkannt, sehr gut gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Zettel. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre ein offizielles Cover von Zero Samurai. Aber der Ringrichter hat uns hier eines Besseren belehrt. Und somit ist es dann der Sieg von Nikita Charisma und Ilka, den beiden Russen hier in Deutschland. Ich denke mal, man wird von den beiden Männern in der Mad Wrestling Association noch öfter was sehen. Ja, davon bin ich überzeugt, die haben es geschafft mit dem, was sie vorhatten, erfolgreich zu sein mit Zerstörung und Gewalt. Das Publikum feuert hier noch einmal Murat und Zero Samurai an, die sich auch nicht schlecht geschlagen haben. Leider haben sie die Niederlage eingesteckt. Leider. Aber so passiert das eben manchmal im Wrestling. Man muss den Überblick behalten, sonst kann man den Sieg nicht holen. Ja, und man muss auch mal sagen, so viel wie Zero Samurai hier eingesteckt hat an diesem Abend. Wie viel er eingesteckt hier hat an diesem Abend und dann zum Schluss noch diese Moves rausgeholt hat, wo immer er die auch hergeholt hat, diese Kraft noch. Und ich sag mal, letzten Endes wirklich nur durch eine kleine Unaufmerksamkeit das Match verloren hat. Aber trotzdem. Kommen wir zum nächsten Kampf. Als erstes kommt zum Ring ein Mitglied der Vereinigung Reign of Terror und 20 mit 83 Kilogramm und 1,80 Meter, Jim Kaplan!
Ja, hier sehen wir Cem Kaplan. Ja, noch sehen wir ihn nicht, aber gleich sehen wir ihn. Mitglied von Reign of Terror. Ja, da bin ich natürlich gespannt. Denn wer das Vorfeld oder wer im Vorfeld der Veranstaltung ein wenig geschaut hat, sich die Informationen der Mad Wrestling Association angeschaut, der weiß jetzt schon, wer der Gegner von Cem Kaplan ist. Und der weiß auch, um was es in diesem Kampf geht. Da sehen wir Cem Kaplan, den türkischen Fitness-Guru. Ja, wie du schon sagst, die letzte Ausgabe der MWA TV News wurden die Geschehnisse der letzten Veranstaltung nochmal kurz Revue passiert. Und da haben wir gesehen, dass ein mittlerweile ehemaliges Mitglied, damals noch Mitglied des Reign of Terror, sich gegen diese Vereinigung gestellt hat. Und man kann schon fast vermuten, dass es hier jetzt zum Kampf kommt. Mit 2 Meter 2 Größe und 109 Kilogramm. Aus Lübeck, Tim Suxow! Ja, da hören wir auch, wer der Gegner ist. Tim Suxow aus Lübeck. Ich möchte noch kurz anmerken, im Ring sehen wir das Ringrichterdebüt von Nino, der seinen ersten Kampf als Ringrichter bestreiten wird. Ja. Und da sehen wir Tim Suxow mit Energie, stürmt er nach draußen. Ja, in den letzten Jahren haben wir ihn überwiegend und fast ausschließlich mit negativer Energie gesehen. Und hier können wir mal sehen, wie das aussieht, wenn ein Tim Suxow mit positiven Energien gefüllt ist. Und das sind schon mal eindeutige Zeichen hier in Richtung Cem Kaplan. Also von den Körpern würde ich mal sagen, relativ ausgeglichen. Ja, zwar nicht von der Größe, aber von der Gesamtstatur. Ja, muss ich sagen, Tim Suxow ist natürlich der 2,2 Meter Große, der dort im Ring steht. Da hat er natürlich andere Fähigkeiten als Cem Kaplan. Ich bin gespannt, was diese beiden Monster sich im Endeffekt entgegenwerfen werden. Ich bin immer noch überrascht und immer noch begeistert von diesem Sinneswandel von Tim Suxow. Und jetzt geht's los, die beiden umkreisen sich. Ja, Tim Suxow holt sich hier noch zusätzlich die Energie des Publikums. Cem Kaplan versucht das natürlich zu unterbinden. Ja, ich meine, sie kennen sich natürlich. Das ist der Lockup. Sie kennen sich, sie waren Trainingspartner. Und Suxow mit der Oberhand und schiebt Cem Kaplan jetzt in die Ringecke. Ja, das ist doch ein bisschen überraschend hier, dass er ein bisschen mehr Kraftvorteil bei Tim Suxow ist. Ja, und hier die Anfeuerungsrufe aus dem Publikum für Tim Suxow. Ja, wie schon gesagt, beide kennen sich natürlich hier nochmal in den Lock-up. Und ich bin begeistert, wie fair Suxow eben gelöst hat. Jetzt hier Cem Kaplan drückt Suxow in die Ecke und löst ihn nicht fair. Da gibt es die Ohrfeige für Tim Suxow. Ja, der Ringrichter jetzt natürlich nicht gesehen, ist natürlich auch schwer zu sehen, weil er halt körperlich versucht, die beiden zu trennen. Wieder der Lockup der beiden. Jetzt Cem Kaplan mit dem Vorteil, da kommt der Headlock von Cem Kaplan. Und da sind natürlich mit diesem Körper, mit dem Arm, sind da Schraubzwingen, die da um den Hals gelegt werden. Jetzt schickt Suxow ihn in die Seile. Kaplan kommt mit der Schwung. Oh, schöner Schulterblock. Da weicht Suxow aus. Hitos von Tim Suxow, ja, und Cem Kaplan. Sehr schöne Aktion hier aus dem Ring. Sehr schöne Aktion hier von Tim Suxow. Cem Kaplan scheint auch ein bisschen beeindruckt hier zu sein, so wie er schaut. Hat er wohl nicht mit gerechnet. Ja, er wird jetzt natürlich angezählt, aber scheint wirklich beeindruckt zu sein. Hätte diese Aktion nicht erwartet. Kick von Suxow jetzt. Jetzt schickt er Cem Kaplan. Ja, der kontert. Kick gegen das Knie, gegen das Bein, immer reiner. Ja, das sind natürlich Sachen, die man ja auch schon machen muss, wenn jemand ein größeres Vorteil... Aber der Leg Takedown, so muss Suxow natürlich zu Boden. Ja, das ist natürlich das, was man machen muss, wenn der Gegner einen größeren Vorteil hat. Am besten immer das Bein bearbeiten, sodass der größeren Vorteil auch wieder verschwindet, sodass der Gegner auf den Boden muss. Und da sehen wir, er geht immer weiter auf das Bein. Das sind natürlich Schmerzen, gerade in den Kniegelenken. Da muss man ehrlich sein, da ist Cem Kaplan natürlich auch schlau. Er weiß natürlich als ehemaliger Trainingspartner, als ehemaliger Vereinigungspartner von Tim Suxow, dass
gerade die Knie gefährdet sind. Oh, jetzt attackiert er auch den Knöchel. Ja, als Trainingspartner oder ehemaliger Trainingspartner weiß er natürlich auch, wenn und ob da vielleicht irgendwie mal alte Verletzungen waren, was natürlich ein Gegner nicht unbedingt weiß. Das sind natürlich so Insider-Infos, die er dann vielleicht unter Umständen nutzt. Jedenfalls immer wieder auf und, das und wen sehe ich denn da zum Ring kommen? Das ist die Meisterklasse. Zumindest sind das Masterpiece Marcellus und Forward, die dort zum Ring kommen. Was machen die denn hier? Wollen die sich das anschauen? Da muss man natürlich auch ein bisschen in die Vergangenheit gucken. Bei der letzten Veranstaltung zum Ende hin, als Masterpiece Marcellus unfair sich den Gürtel holen konnte gegen Leon van Gasteren, kam auch ein Tim Suxdorf, um die Meisterklasse zu vertreiben. Vielleicht wollen sie sich rächen, wer weiß. Vielleicht wollen sie auch einfach nur gucken, was hier los ist. Suxdorf jetzt mit Vorhand, geht ins Seil. Mit dem Schulterblock, ein gewaltiger Schulterblock vom 2-Meter-Mann. Ja, und er pusht sich jetzt hier hoch, nimmt sich Cem Kaplan. Ansatz zum Suplex. Aber Kaplan kontert mit Tritten gegen das Knie. Jetzt schlägt er Suxdorf immer wieder gegen das linke Bein, dass er sowieso schon angeschlagen ist. Snap-Suplex von Cem Kaplan. Ja, das ist natürlich Schmerz hier für Tim Suxdorf. Immer wieder auf das angeschlagene Bein. Das Cover 1, 2. 0 bis 2. Ja, merkt man hier, wenn man das ins Gesicht schaut, das scheint wirklich weh zu tun. Cem Kaplan zieht ihn wieder in den Ring zurück und immer wieder auf das linke Bein. Jetzt. Oh. Jetzt gibt's den Leglock. Und natürlich fragt der Ringrichter da Tim Suxdorf, ob dieser aufgeben will. Ja, wenn man mal kurz ins Gesicht von Cem Kaplan schaut hier, was er für eine Kraft aufwendet, was für eine Hebelwirkung hier auf das Knie von Tim Suxdorf wirkt. Das sind Wahnsinnskräfte hier. Und das Knie ist natürlich eins der schwächsten Gelenke. Oh, Masterpiece setzt sich hier ins Publikum. Und jetzt der Leglock, der Single-Leglock, aber da gibt's... er rettet sich ins Seil. Suxdorf, der sich lösen. Genau ins Seil retten kann, aber man sieht schon, wenn man Suxdorf mal ins Gesicht schaut, der ist wirklich angeschlagen, der ist kaputt, der hat Schmerzen, aber der will nicht aufgeben, der will Lübeck repräsentieren und da... Oh, dann löst er auch schon das Kneepad. Offensichtlich hat er richtige Schmerzen. Aber das war ein Fehler, so wie es ausschaut. Ja, jetzt sieht Cem Kaplan ihn raus an den Stange. Oh, mit dem angeschlagenen Knie gegen den Eisenpfosten. Dann nochmal mit dem rechten Knie gegen den Eisenpfosten. Das ist natürlich illegale Aktion hier. Nichtsdestotrotz extrem schmerzhafte Aktion. Jeder, der mit seinem Knie schon mal irgendwo gegen den Schrank gestoßen ist, kann sich ansatzweise vorstellen, wie weh das tut, wenn das Knie mit Schwung gegen einen Eisenpfosten geschleudert wird. Ah, jetzt geht's nach oben. Cem Kaplan hat natürlich die Oberhand, das ist ganz klar. Suxdorf, oh, der kontert! Reversal von Suxdorf. Oh, Clothesline! Sehr schön gemacht hier von Tim Suxdorf. Trotz der Schmerzen, die er hat, versucht er immer noch hier. Und humpelt er, Splash in die Ecke! Aber Cem Kaplan weiter aus, wieder ein Tritt gegen das Knie. Kaplan nimmt Anlauf. Der Boot. Oh. Gegen den Kopf von Tim Suxdorf. Mit voller Wucht. Jetzt das könnte Cover sein. Das Cover. Eins, zwei. Aber nur bis zwei. Ja, da ärgert sich Cem Kaplan auch, dass Tim Suxdorf da doch wieder rausgekommen ist aus dem Cover. Schaut auch so ein bisschen verzweifelt hier, weiß nicht so richtig, was er noch machen soll. Den Kampf noch für sich entscheiden soll. Und Tim Suxdorf holt sich jetzt wieder Energie vom Publikum, während Cem Kaplan ihn aufs Bein tritt. Jetzt holt Cem Kaplan ihn nach oben. Na, jetzt sind mittlerweile immer Tritte gegen das rechte Knie. Und da holt er ihn auch Suxdorf mit Ellbogen gestoßen. Clothesline gegen Cem Kaplan. So hat er sich befreit. Jetzt hat er seine Chance. Jetzt holt er Cem Kaplan nach oben. Und schöner Backbreaker von Tim Suxdorf. Ja, es tat natürlich auch weh, aber er putscht sich hier auf. Er nimmt die Energie, die er braucht. Rip in die Ecke. Jetzt nimmt er Anlauf. Und der Splash sitzt. Cem Kaplan kommt aus der Ecke. Atomic Drop. Das sind natürlich auch jetzt Schmerzen für Cem Kaplan. Und ein Stunner von Suxdorf. Sehr schön. Cem Kaplan liegt auf dem Boden. Das ist doch schon die Position.
für das Finish, so sagt es Huxdorf auch. Jetzt geht er nach draußen. Ja, ob das jetzt so clever ist, mit dem angeschlagenen Knie jetzt hier aufs oberste Seil zu klettern. Er nimmt die Energie, aber... Oh, Forward lenkt hier den Ringrichter. Tim steht auf dem Seil, geht jetzt runter. Also Masterpiece Marcel ist im Ring mit dem Gürtel. Oh! Mit dem Titelgürtel zieht der Tim Huxdorf dort ein über und der liegt am Boden. Das war mit voller Wucht. Der Ringrichter hat natürlich nichts mitbekommen. Tim Huxdorf ausgenockt, wie das aussieht. Das Cover 2, 3 und das war's. Der Sieg für Cem Kaplan. Nach Eingriff hier von Masterpiece Marcellus, der mit dem Titelgürtel zugeschlagen hat. Das war die Rache von Masterpiece Marcellus und Cem Kaplan. Der türkische Modellathlet holt hier den Sieg für die Reign of Terror für sich. Ja, und Tim Huxdorf hier geschlagen am Boden. Aber wenn man bedenkt, dass das nun wirklich alles andere als ein fairer Sieg war, wage ich zu behaupten, dass hier das letzte Wort nicht gesprochen ist. Dann auch der Handshake zwischen Cem Kaplan und Masterpiece Marcellus. Das gibt's ja gar nicht, dass man das hier zu sehen bekommt. Masterpiece und Forward hier umkreisen noch Tim Huxdorf. Oh, Masterpiece hält ihm da den Gürtel hin. Huxdorf wirkt immer noch sehr angeschlagen. Ja, aber so wie das aussieht, wie ich ihm sagte, das scheint das letzte Wort nicht gesprochen zu sein. Tim Huxdorf schaut doch ein bisschen sauer aus. Masterpiece Marcellus lacht ihn aus. Ja. Aber, wie heißt es so schön, der Gewinner der Herzen, Tim Huxdorf, applaudiert dem Publikum zurück. War eine super Leistung hier, die er gebracht hat. Natürlich. Ich denke mal, zwischen Tim Huxdorf, der Meisterklasse, und auch zwischen Tim Huxdorf und Cem Kaplan ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Genau, da sind wir mal gespannt auf die nächsten Veranstaltungen. Das war die erste DVD. Wir sehen uns in wenigen Augenblicken wieder.